Willkommen hier zurück zu Harry Potter Hogwarts Mystery. Mein Name ist Mark Hoxsey und wir werden hier wieder weitermachen und gucken wir mal, wo wir hin können. Ich glaube, wir können uns mit Warren in der großen Halle im Untergeschoss treffen. Große Halle mit Warren reden. Der Spinat Wachtel. Warren! Du bist immer noch hier. Ich war mir nicht sicher, dass du für das Duell auf dem Schulgelände von der Schule fliegst, sagte ein Viertklässler. Da sitzt er. Bist du in Ordnung? Warren, ich war Krankversorge, als dich Merula mit dem Weiche-Zurückfluch getroffen hat. Mir geht's gut. Danke. Nicht das erste Mal, dass ich umgeworfen wurde. Ich stehe immer wieder auf. Du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich kann nicht einmal glauben, dass du hier bist, Mark Hoxsey. Snape und Flitwick haben nach deinem Duell mit Merula furchtbar böse geguckt. Danke, dass du ihre Tyrannei ein Ende bereitet hast. Du bist ein Held. Ich fühle mich nicht wie ein Held. Vielleicht bin ich sogar verflucht. Was meinst du? Ich bin Snape und Mr. Filch in einem Korridor gefolgt. Sie haben sich über das Eis und die Verliese unterhalten. Genau wie in deiner Version. Sie meinten, es habe etwas mit der Sache mit Itchy Metalrock zu tun. Ich muss zugeben, dass mir das Ganze irgendwie zu hoch ist. Ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht finden wir zusammen etwas heraus. Ich werde dir alles erzählen. Na, dann wollen wir uns hier mal unseren besten Busenfreund anhören, was er so zu sagen hat. Ich will dir immer helfen, Mark Hoxsey, aber ich mache mir Sorgen wegen Filch und Snape. Wegen Filch und Snape. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich werde die Schuld auf mich nehmen. Das fällt völlig aus. Wir werden vorbereitet sein. Was, wenn wir erwischt werden? Das fällt aus. Wir werden vorbereitet sein. Ich mache mir Sorgen wegen deiner Vision. Ich weiß, dass du mich für verrückt hältst. Wir werden das zusammen herausfinden. Ja. Läuft ja wie geschmiert. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen wohler dabei. Aber es gibt immer noch so vieles, was schief gehen könnte. Alles wird gut. Lass mich dir einfach meinen Plan erklären. Und wie sieht's mit Snape aus? Du wirst einen brillanten Plan ausarbeiten. Wir werden versuchen, ihm auszuweichen. Snape bewundert mich. Oh! Naja. Ich fühle mich jetzt schon viel besser dabei. Aber es gibt immer noch ein paar Sachen, die mir Sorgen machen. Ja, ist gut. Was ist mit den verwunschenen Verliesen? Wir werden den Fluch brechen. Du hast recht, Mark Hoxsey. Ich werde dir beim Erkunden des Korridors helfen.
Wir nehmen das hier. Nun, Mr. Aichi Metal Rock, rufen Sie Ihren Besen zu sich. Hoch. Yeah. Hat gut funktioniert. Exzellent. Hauspokal, ich will es gar nicht sehen. Mann, 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 Mann. Einsammeln. Was willst du denn, Merula? Ja gut, das war schon wieder für ein Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal.